Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben Freunde, was ist passiert? Die Schwäbische Zeitung hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir dies nicht alleine tun kann, muss ich euch hier mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ich meine Comics einmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Schwimmen. Schwimmspektakel im Wasseraalfinger Spiesel Freibad. Und der Ort ist Aalen. Wasser Alfingen. Und angebliche Lesedauer 3 Minuten, aber wir vom Kanal Autismus waren natürlich länger. Und dieser Artikel stammt von Tim Abramowski. Und über ihn steht nichts drin, außer einem Foto. Und hat drei weitere Beispielartikel rausgehauen, wie zum Beispiel Weinfest in Aalen. Aalens Oberbürgermeister Frederik Brütting isst 63 Weinflaschen schwer. Ist 63 Weinflaschen schwer. Ich übersetze das mal ins Hochdeutsche. Ahlens Oberbürgermeister Frederik Brütting ist 63 Jahre alt. Oder auch anders, wo wir schon beim Thema schwer sind, wenn wir dabei bleiben wollen. Ahlens Oberbürgermeister Frederik Brütting ist 63 Kilo schwer. Dann ist er anscheinend ein Leichtgewicht. Ob das schon bei einer Körpergröße von 1,80 Meter, so schätze ich das mal, ist das nicht schon Magersucht? Oder gilt das schon als Magersucht? Meine Güte. Den Body Mass Index Rechner habe ich ja leider nicht auf dem Schreibtisch, sonst könnte ich das ja schnell nachrecherchieren. Aber bevor ich mich da weiter verhaspel, kommen wir zum zweiten Beispiel, Meldung. Mitmenschlichkeit in Aalen. Theodor-Heuss-Gymnasium setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Apropos Theodor-Heuss, ich habe da so ein kleines Heftchen in meinem Bücherregal gefunden, wo er als Autor betitelt wurde, mit dem Titel Soldatentum in unserer Zeit. Ein Heftchen, welchen wir bei den Nachtgedanken garantiert nicht Probe lesen werden. Die einfache Begründung hat erstens nichts mit dem Thema Autismus zu tun und zweitens ist dieses Heftchen sowieso zu klein, denn wenn ich hier mir die Seiten hier so angucke und das ist halt 32 Seiten, dann geteilt durch 100, da wären wir bei 0,32. Und dann so um die mal 20. Ja, meine Güte. Dann kämen wir nur auf 6 Seiten Probelesung. Und das Buch fängt ja bekanntlich erst ab Seite 8 oder 9 oder so an. Also was ist auf der 7. Seite zum Beispiel zu lesen? Ja, Ansprache des Bundespräsidenten Professor Dr. Theodor Heuss. Oder hier. Auf Seite 9 fängt das an mit den Anfangszeilen: Verehrter Herr Minister, Herr Bürgermeister, verehrter Freund Schönfelder, meine Herren. Und mehr sage ich dazu nichts. Oder hier ein weiterer Beispielartikel aus Aalen, Wasseralfingen. Appell von Christian Weber: Schwimmen solle man als Kulturgut sehen. Und das sollte auch so sein, denn dieses Foto entstand ja an einem Freibad. Fack nicht lang drumrum. Los geht's. Mit diesem Foto hier. Diese 5 Herren freuen sich auf das 24-Stunden-Schwimmen. Von links Dietmar King, Vorsitzender der Aaler Sportallianz. Holger Rathgeb, Betriebsleiter des Wasseralfinger Spielsell-Freibads. Christian Wanner, Initiative Eltern-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum, Ostalb. Oliver Auchter,
24-Stunden-Schwimmer, und Igor Dimitriowski, Leiter Marketing und Kommunikation bei den Stadtwerken Aalen. Weiter geht's. An diesem Samstag startet um 10 Uhr das 24-Stunden-Schwimmen. Jeder kann bei dieser Veranstaltung mitmachen. Und für diesen Veranstaltungstipp wäre das auf jeden Fall zu spät gewesen, denn dieser Artikel wurde ja am 26. Juli veröffentlicht und diese Veranstaltung hatte am 27. Juli stattgefunden. Also, da wir ja bekanntlicherweise den 6. August haben, viel zu spät. Und nein, ich möchte mir kein Dacia Duster kaufen, auch wenn es als neu angepriesen wird. Obwohl, schönes Auto übrigens. Aber genug davon. Lesen wir weiter, bevor ich noch tatsächlich in Erwägung ziehe, meinen Dacia Duster zu kaufen, obwohl ich überhaupt keinen Führerschein habe. Lell. Weiter geht's. An diesem Samstag ist es soweit. Die Aalener Sportallianz, also die Schwimm- und Triathlonabteilung, die Stadtwerke Aalen und die Stadt Aalen veranstaltet im Wasseralfinger Spieselfreibad ein 24-Stunden-Schwimmen. Geschwommen wird von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr. Dabei werden auch Spenden generiert. Für jeden geschwommenen Kilometer werden derzeit 10 Cent gespendet. Der Erlös geht dabei an die Eltern-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum Ostalb. Schwimmherr der Veranstaltung ist Aalens Oberbürgermeister Frederik Brütting. 24-Stunden-Schwimmen von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 10 Uhr. Meine Güte. Das ist ja sowas wie Le Mans, nur halt im Wasser. Aber genug mit dem Vergleichen. Weiter geht's. Jeder kann mitmachen. Dafür ist es jetzt zu spät. Denn wir können jetzt nicht mehr mitmachen, da wir zu spät von dieser Veranstaltung erfuhren. So ein Pech. Weiter geht's. Wie Dietmar King, Vorsitzender der Aalener Sportallianz, betont, kann beim 24-Stunden-Schwimmen jeder teilnehmen. Viele glauben, dass an diesem Samstag nur Superschwimmer vor Ort sind. Das wird aber nicht der Fall sein. Und diese Superschwimmer werden auch nicht mit dabei sein, weil die befinden sich derzeit alle bei der Olympiastadt in Paris und haben schon sowieso einen vollen Terminkalender. Seien es die Damen als auch die Herren. Weiter geht's. Es soll ein Event für jeden werden, vom Kleinkind bis hin zu älteren Menschen. Jeder ist herzlich willkommen. Wie Dietmar King weiter betont, könne man jederzeit in und aus dem Wasser gehen. Und aus dem Wasser gehen zählt dann der Schwimmkilometer nicht, denn Schwimmkilometer sammeln findet nur im Wasser statt. Weiter geht's. Es gibt verschiedene Wertungen. Beim 24-Stunden-Schwimmen wird es verschiedene Wertungen geben. Familien bestehen aus mindestens 2, höchstens aber 5 Personen. Mindestens ein Teilnehmer muss dabei unter 18 Jahre alt sein. Alle geschwommenen Distanzen werden addiert und die ersten 3 Familien erhalten Pokale. In der Team- und Firmenwertung müssen mindestens 5, höchstens aber 10 Personen gemeldet sein. Gewertet wird die Summe der geschwommenen Strecken aller Teammitglieder. Auch hier erhalten die ersten 3 Teams wieder Pokale. Dazu gibt es auch Sonderwertungen. Ist ja klar, bei der Olympia gibt es halt Medaillen, Bronze, Silber, Gold. Und hier geht es um Pokale. Pokale sind bekanntlich schwerer als Medaillen. Weiter geht's. 6 Bahnen stehen zur Auswahl. Die 6 Bahnen im Wasseralfinger Spiesel werden in den 24 Stunden nach Leistungsstärke aufgeteilt sein. Die Bahnen 3 und 4 sind für die Schnellschwimmer. 2, 3, 4 und 5 für die Krauler. Und auf 1 und 6 können alle schwimmen, erläuterte Dietmar King. Meine Güte, was für eine verrückte Aufteilung. Meine Güte. 3 und 4 kommen zweimal vor und ist schon etwas umständlich. Wenn 3 und 4 für Schnellschwimmer, aber auch gleichzeitig für die Krauler reserviert ist. Merkwürdig. Weiter geht's. Der gute Zweck spielt eine wichtige Rolle.
Tut sie auch. Bei jedem geschwommenen Kilometer fließen 10 Cent. Weiter geht's. Beim Schwimmspektakel im Wasseralfinger Spieselfreibad steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Für jeden geschwommenen Kilometer werden mindestens 10 Cent an die Eltern-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum Ostalb gespendet. Und ich sage jetzt bewusst im Autismus-Spektrum, weil mit Autismus-Spektrum ist schon veraltet. Nur mal so als kleine Erwähnung am Rande, dass ich das demnächst so sagen werde. Weiter geht's. Diese wurde im November 2021 in Ellwangen gegründet. Wie bitte? 3 Monate nach Kanautismus? Viel zu spät für die Bezeichnung. Viel zu spät, aber... Na gut, das kann man ja auch verzeihen, denn im November 2021, da war meine Reichweite noch wesentlich kleiner. Weiter geht's. Das Ziel ist dabei, dass Eltern und Kinder nicht mehr allein mit vielen verschiedenen Herausforderungen dastehen. Mittlerweile gibt es 3 Selbsthilfegruppen im Ostalbkreis. Wir treffen uns überwiegend in Ellwangen. Die Gruppe in Ahne beschäftigt sich überwiegend mit Erwachsenen. Ebenso gibt es auch noch eine Gruppe in Schwäbisch Gmünd. Alle 3 sind sehr gut besucht, da der Bedarf leider immer größer wird, berichtete Christian Wanner von der Initiative Eltern-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum Ostalb. Und die Zuschauer zahlen den Abendtarif. Während der Veranstaltung wird der Badebetrieb nicht möglich sein. Das Kinderbecken ist aber frei zugänglich. Wie Igor Dimitriowski, Leiter Marketing und Kommunikation bei den Stadtwerken Aalen, betont, zahlen Zuschauer am Samstag den Abendtarif. Es gibt ein eingeschränktes Angebot, da der Rest des Spieselfreibades nutzbar ist. Schwimmfans aus Aalen und der Umgebung können sich am Samstag und Sonntag auf eine besondere Veranstaltung freuen. Und die Info zum Anmelden für das 24-Stunden-Schwimmen gibt es anscheinend natürlich nicht mehr, da das alles schon stattgefunden hat. Aber vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also ein 24-Stunden-Schwimmen, das ist natürlich sehr interessant für uns, oder? Ich meine, da kann man auf jeden Fall im nächsten Jahr daran teilnehmen. Wer das natürlich gerne machen möchte im nächsten Jahr für ein 24-Stunden-Schwimmen, da ist natürlich die Voraussetzung ganz einfach. Man muss nicht unbedingt Profi-Schwimmer sein, sondern einfach nur so aus Jux halt Schwimmer sein oder ein typischer Freibadgänger sein oder wie auch immer. Dafür müsst ihr aber eure Bikinis, Badeanzüge und Badehosen natürlich mitbringen, weil sonst könnt ihr natürlich nicht teilnehmen. Und in Kleidung ist sowieso verboten, also wie Jeans im Schwimmbad geht und so weiter. Verboten ist verboten, ne? Und für jeden zugänglich heißt so viel wie jeder kann teilnehmen. Und jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt kommen wir zu Nachgedanken. Wir lesen wieder aus dem Buch von Dr. Christine Preismann mit dem Titel
Überraschend anders, Mädchen und Frauen mit Asperger. Asperger-Mädchen und Asperger-Frauen sind anders anders. Als Minderheit einer Minderheit sind Mädchen und Frauen mit Autismus doppelt benachteiligt. Da Jungen und Männer häufiger betroffen sind, beziehen sich viele Diagnosekriterien auf die männliche Ausprägung des Autismus. Bei Mädchen wird das Asperger-Syndrom oft erst sehr spät erkannt, wichtige Fördermaßnahmen bleiben aus. Bislang ging die Fachwelt von einem Geschlechterverhältnis von einem Mädchen auf 6 bis 8 Jungen aus. Inzwischen aber wird deutlich, dass die wahre Verteilung eher bei ca. 1:4 oder gar bei 1:2,5 liegt. Jenny 2011, Hubbard 2010. In vielen europäischen Ländern wird von einer steigenden Anzahl von Mädchen und Frauen mit einer Diagnose aus dem autistischen Spektrum berichtet. Gold 2011, die sich oft erst als Jugendliche zur diagnostischen Einschätzung vorstellen. Die betroffenen Mädchen und Frauen unterscheiden sich vom männlichen Geschlecht in der Ausprägung der autistischen Symptomatik. Außerdem wird sie anderen gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt. Oft erhalten sie daher erst sehr spät die richtige Diagnose und eine effektive Förderung. Die geltenden Diagnosekriterien beschreiben nämlich eher die männliche Ausprägung des Autismus. Mädchen, die sich davon unterscheiden, werden mit diesen Kriterien häufig gar nicht erfasst. Typische Unterschiede. Die Kernsymptome des Autismus sind natürlich bei beiden Geschlechtern dieselben, aber sie scheinen, insbesondere im Fall von High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom, häufig subtiler und weniger stark ausgeprägt als bei Jungen. Die betroffenen Mädchen werden daher oft lediglich als, in Anführungsstrichen, seltsam wahrgenommen, nicht jedoch als umfassend beeinträchtigt. Sie zeigen dieselben Auffälligkeiten wie Jungs, aber oft in anderer Ausprägung. Manches können sie besser, anderes dagegen fällt ihnen schwerer. Und auch für geübte Fachleute ist es deshalb nicht selten schwierig, die Symptome richtig einzuordnen. Insbesondere dann, wenn die betroffenen Frauen eben nicht in den vermeintlich typischen Autistenberufen, wie in der Informatik oder auf ähnlichen Gebieten arbeiten, sondern manchmal auch recht erfolgreich im sozialen Bereich tätig sind. Gute Nacht.